Oh, und herzlich willkommen, liebe Arzt und Freunde. Wir sind immer noch Kapitel 2 von Uldum hier, Grabkammer der Spinnenkönigin. Nee, Quatsch. Wir machen jetzt hier schön weiter. Dritter Versuch. Ich bleibe beim Reno jetzt erstmal. Denn mit dem bin ich weit gekommen und hab mit der Fackel hier hat mir sehr gut gefallen. Das nehme ich auch nochmal. Letzte Episode war nicht so gut wie die vorletzte. Aber man lernt ja immer wieder dazu. Und ich habe ja auch schon einiges freigeschaltet. Was waren nochmal geheime Fallen? Ja. Ja. Das könnte natürlich auch was werden. Zaubersucher. Zufallsdeck. Ah, nee, ich nehme geheime Fallen diesmal. Immer mal wieder was Neues. Reno? Ich finde den Spell echt nice, ne? Der wird halt immer krasser. Das einzig Blöde ist, später im Spiel bringt die fast gar nichts mehr, weil man die einfach nicht mehr zieht. Und vorher ist das Ding halt durch, aber egal. Stine der Kabale. So, Bums. Ja, im Early Game ist die Karte natürlich mega, ne? Ah, ich glaube, das gilt für alle Starter-Dingsies, weil die zieht man halt alle später sehr wenig. Ja, Hero Power macht Sinn. Und GG. You see? Na gut, das war der erste jetzt, ne? Aber schauen wir mal. Wählt einen Schatz. Wow, was Neues ist dabei. Passiv, feindliche Diener kosten eins mehr. Ja, so ein Notfallding, ne? Alchemistenstein, den kenne ich glaube ich noch nicht. Passiv verringert die Kosten eurer Handkarten um eins, nachdem ihr eine Karte mit ungeraden Kosten ausgespielt habt. Das ist ja abgefahren. Passiv, nachdem ihr einen legendären Diener ausgespielt habt, ruft ihr eine Kopie davon herbei. Oh, legendäre Scheiben. Boah. Das hier finde ich super nett, aber das mit den ungeraden Dingern, ne, ja. Aber legendäre Scheiben, das ist natürlich der Oberburner. Der einzige Knackpunkt ist, ich brauche legendäre Diener. Und wenn ich jetzt mit den anderen Schätzen wieder Pech habe, komm, egal. No risk, no fun. So. Kopie davon herbei. Das heißt ja fast, ich muss das hier nehmen. Andererseits Feuerfürst mit dem Spell ist natürlich hier Parade angesagt, vor allem mit Duplizieren. Ah! Eine duplizierten Flammenschürer mit der Waffe, mit dem Spell. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Muss den Flammenschürer nehmen, geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Seid mir doch nicht böse. Aber wir werden schon noch die legendären bekommen. Ich bin ganz zuversichtlich. Da duplizieren schon auf der Hand, fackelt schon auf der Hand. Jetzt brauche ich nur einen Flammenschürer, dann ist vorbei.
Wenn ein befreundeter Diener stirbt, kehrt er auf eure Hand zurück, kostet zwei weniger. Ho, 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 ho. Ja, da muss ich Hero Power machen, ist auch ganz klar. Ich glaube, ich spiele erstmal das hier. Oder spiele ich direkt das? Ne, ich spiele das. Entdeckt einen Magier-Diener und ich entdecke einfach mal den. Heiliger Bimbam. Boah, das muss ich jetzt richtig auskosten. Seid mir nicht böse. So. Dann spiele ich erstmal das hier. Und im nächsten Turn spiele ich den mit dem. Ne, mit dem. Und dann ist vorbei, ey. Dann ist vorbei. Also, was willst du tun, ne? Dann ist ja mal richtig vorbei. Ich diene dem Feuerfürsten. Das war's. Denn das mega coole ist, der liegt. Oh nein! Oh nein! Das einzige, was hätte schief laufen können, läuft schief, ey. Oh. Oh, ich weine hart. Du warst schon schlimmer dran, Reno. Ich habe ja nur einen im Deck, ne? Aber macht das jetzt Sinn so? Keine Ahnung. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Solange es die Pfeile nicht durchlässt. Aber wer hochpokert, kann natürlich auch tief fallen, ganz klar. Richtig blöd, aber macht halt Sinn hier an der Stelle. Dupliziere ich natürlich den Mist hier. Schade. Stellt euch das hier mit dem Flammenschürer vor. Tja. Da wird dann auch deutlich, wie OP das gewesen wäre. Schade. Bist zu spät zur Party gekommen. Ich bin zu viel für euch. Boah, stellt euch vor, das wäre jetzt eine Sprengfalle gewesen. Euch blase ich weg. So, Boys and Girls. Maligos. Khadgar. Boah, was ist das nochmal für eine Belohnung? Mystische Schriftrolle, was kann die nochmal? Ich weiß es nicht mehr.
Aber ein doppelter Maligus, der kann natürlich auch was, ne? 10 Zauberschaden. Mit dem Ding hier. Ja, ich nehme Maligus. Muss sein. Wer weiß, wie viele Legendären ich noch kriege und wer weiß, dann wäre das ja umsonst gewesen mit dem Schatz. Es läuft schon mies hier noch alles, ne? Leute. Leute von heute. So. Der Kaffee ist leer. Dann wird es Zeit für einen kalten Kaffee. Oh. Okay. Ich entdeck mal was. Ja, komm. Dum. Gefällt mir nicht so. Der ist nice. Der ist richtig nice, der Kaffee. Ihr seid auf dem Holzweg. Ach Mann, ey, was ist denn hier nur los? Muss ich jetzt so machen? Dankeschön, vielen Dank. Danke, ja. Oh boy, das ist so nice. Ich diene. Schön. Das ist doch mal richtig Sahne. Zwillingszauber. Eure Diener haben diesen Zug Windzorn immun. Lampe. Ja, komm, ich nehme das hier. Okay. Setzt die Werte und Kosten aller Todesröchel, die. Achso, ja, das macht nicht so viel. Das macht natürlich Sinn. Aber Piraten, will ich Piraten haben? Oder hier, Antonidas. Ja, Zauberfund. Ein doppelter Antonidas kann natürlich auch was. Ein kleines Wirtshaus. Hier kann ich Helfer rekrutieren. Würziger Würzmann.
Ganz schön würzig. Ich hoffe, das ist keine Fata Morgana. Wow. Ist das heiß hier draußen? Fügt alle Kosten weniger. Startet immer auf der Hand. Fügt 3 hinzu. Oh, Baby. Ja, da kann ich leider die nicht nehmen, weil ich muss auf jeden Fall, der muss immer auf meiner Hand starten. Und davon brauche ich auf jeden Fall 3 Stück. Wenn das mal keine ansehnliche Truppe ist. Ja, das war einfach Pflicht. Das war einfach Pflicht. Alles andere war mir da jetzt gerade egal. Auch mit legendären doppelt und bla bla bla. Feuerfürst. Reno gegen Kasa. Wir werden reich sein und die Welt retten. Ihr Monster habt uns verraten. Ich zieh meinen Hut vor euch. Euch schenke ich kein Gehör. Ihr gehört zu diesem Ding. Ich diene dem Feuerfürsten. Ich zerschmettere euch. Ah, das kann man natürlich auch machen. Aber ich möchte lieber Hero Power machen. Jo. Und dann würde ich den machen. Ah, okay. Und dann spiele ich nächsten Turn einfach das mit dem und dann ist gut. Ich kann mich nicht beherrschen! Ich diene dem Feuerfürsten. Spalten? Na gut. Ah, egal, ich krieg noch einen. Ich strecke jeden von euch nieder. Nice. Ich diene dem Feuerfürsten. Wow. Okay. What's the going, guys? What's the going? Feuerfürsten.
Eifergiftig Wiederkehr. Vielleicht. Ja klar, Junge. Ja klar. Sie ist zurück. Jetzt werde ich sie sehen. Ein Billard. Euch schenke ich kein Gehör. Ihr gehört zu diesem Ding. Wählt eure Beute. Baum. Irgendwas stinkt an der Sache. Es stinkt nach was, das nicht existiert. Ich zieh meinen Hut vor euch. Aber ich habe schon wieder so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil wieder die Schätze nicht so optimal zusammenpassen. Ich glaube, das hier war ein Fehler mit den legendären. Spiel den jetzt. YOLO. Einfach YOLO raus. Ja. Ich diene dem Feuerfürsten. Falls er den kaputt macht, dann kriege ich den ja eh wieder. Ach, yes. Wenigstens gehofft, dass. Ja. Eigentlich eine ganz gute Kombo hier. Ich diene dem Feuerfürst. Ja, epic. Epic. Aua. Alter, was? Das ist doch nicht mehr zu glauben. Na ja, hier, duplizieren. Und jetzt? Dann krieg ich nochmal zwei. Junge. Thank you.
Ich möchte ja das Duplizieren auf dem haben, deswegen. Dankeschön für den Müll. Dankeschön für den Müll. Das ist so verrückt. Das könnte hinhauen. Tickt den Zauber. Das hier. Es ist mies, ey. Eure schlimmsten Albträume werden. Ja, ich sehe das schon. Das stimmt wohl. Das ist gut. Boah, kann ich froh sein, dass ich den nicht getötet habe. Ja, jetzt habe ich schon ein ziemlich dickes Problemchen. Ne? Tagmorgels Plan, ja. Amiolo. Das ist gut. Ja, ist doch ganz gut gelaufen, zum Glück. Herrliche Oase. Wählt einen Schatz. Passiv. Nachdem ihr eine Karte mit geraden Kosten ausgespielt habt, könnt ihr eure Heldenfähigkeit erneut einsetzen. Die kostet in diesem Zug 0. Nochmal das mit den Legendären. Boah.
Stellt am Ende des Zuges Leben wieder her. Ja, komm, das nehmen wir jetzt einfach mal. Zauberschaden. Na, ich weiß nicht. Zauberfreunde oder das hier. Zauberfreunde, keine Ahnung. Nicht so einfach. Aha, ein kleines Wirtshaus. Hier kann ich Helfer rekrutieren. So. Mal gucken. Ist das für eine Raststätte? Ich hoffe, das ist keine Fata Morgana. Tachchen, freut mich, dass ich in harten Zeiten helfen kann. War leider ein befreundeten Diener plus 2. Startet auf der Hand. Entdeckt einen Zauber, fügt ihm. Hat der schon einen Effekt? Nö. Entdeckt einen Zauber, fügt ihm hinzu, er startet auf der Hand. Das ist so verrückt. Okay, wir machen erstmal den Zauber. Okay, machen wir den Zauber, der startet auf der Hand. Der, ne, Moment, wir buffen den erstmal hoch und der startet auf der Hand. Tretet nicht in irgendein riesiges Senkloch, okay? Ei 3. Mums. Das heißt, ich starte jetzt immer mit Feuerfürsten und Spiegelgestalt. Here we go. Und die Welt retten. Ich habe eine Geschichte für euch. Nein. Wäre natürlich noch besser. Flammenschürer mit Duplizieren. Was war das? Kopiert. Ein Zauber aus der Hand des Gegners. Er kostet 2 weniger. Wow. Das ist natürlich broken. Nein, nicht. Das ist noch gut. Mhm. Ja, ne? Und dann kopiert er natürlich das brokenste ever, wenn ich Pech hab. Das ist euer Glückstag. Nein, nicht. Das ist noch gut. Ich diene dem Feuerfürsten. Deck dein Lakaien. Nicht so gut, ne? Will Magierdiener haben. Heldenfähigkeit trifft auch benachbarte. Boah, ob das stackt, das probiere ich aus. Einfach nur for the lols hier. Science. For the lols. Ich glaube nicht, dass es geht, weil da braucht man eine Hero Power, die man targeten muss, glaube ich. Ei 3. Das war's. Ja. Ja. Ich mir schon gedacht, aber ist ja nicht so schlimm. Alter, was geht hier plötzlich ab? Ich spiele das mal, bevor er mir die klaut, spiele ich das jetzt mal. Ja. I just do it. Und hier. Da. Nervenkitzel. Ich diene dem Feuer, dem Feuer. Boom! Episch! Ich für später zur Seite.
Blöd nur, dass der eine sich geöpfert hat. Das war ein bisschen nur. Ah, das hat er sich geholt. Ausweiden. Muss ich das hier jetzt spielen? Ich diene dem Feuerfluss. Zack. 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 Ich könnte etwas Tinte gebrauchen. Top Deck. Ist doch mies. Nur noch eine Seite. Soll ich ihm den kopieren? Eigentlich nicht, ne? Na egal. So, zieh ich eine Karte. Kabale, zieh eine Karte. Zack, Wiederkehr. Okay. Der Weg zum Irrsinn ist ein steiniger. Wow, gut gespielt. Eure schlimmsten Albträume werden wahr. Oh, Nessa. Das ist noch gut. Nessa. Nein, nicht. Das ist noch gut. Nein, nicht. Das ist noch gut. Easy. Wählt eure Beute. Zauberfreunde. Keine Ahnung, das war schwer. 7 von 8. Boah, ob ich überhaupt zum Endboss komme? Reno gegen den Koloss! Wir werden reich sein und die Welt retten. Ich werde euch richten, diebischer Wurm. Der ist auch echt hart, ne? Ja, okay. Do it. Hier ist es so gruselig. Hier ist es so gruselig. Wow. Okay. So gruselig. Das Kriegsbeil ausgebracht. Okay. Ich glaube, das hilft mir auch nicht mehr. Eure Sorge war mir groß.
wollte ich schon immer sagen. Ja, ich bin down. Das werde ich leider nicht schaffen. Leider, leider nicht. Wenn ich richtig Glück habe und mit der Hero Power den kille, dann der gedamaged wird, dann den kille, dann der gedamaged wird, der kille, so eine Kettenreaktion kommt, aber dann ist der gebufft bis zur Unendlichkeit und den kriege ich nicht down. Also schon sehr mies. Aber ich muss es versuchen. Das war's. Ja. Somit zerbröselt der Keks nun mal. Ich hab's mir schon fast gedacht. Das war sogar der schlechteste Try von allen. Na gut. Dann soll es das auch für diese Episode gewesen sein. Ich werde jetzt ein bisschen ins Real Life abtauchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder whatever. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.